Ein strahlendes Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen YouTube-Video. In diesem YouTube-Video geht es um Hybridvertrieb. Was bedeutet jetzt Hybridvertrieb für dich? Hybridvertrieb ist ein Vertrieb im Homeoffice, aber auch draußen im Außendienst. Du musst dir jetzt vorstellen, du machst deine Termine und deine Calls direkt zu Hause im Homeoffice, nennt sich Remote, arbeiten und machst dann gleichzeitig auch noch außen neue Kontakte und akquirierst neue Kontakte. Und diese Kombination zusammengesetzt nennt sich Hybridvertrieb, also von zu Hause arbeiten und halt auch unterwegs arbeiten, nennt sich Hybridvertrieb. Genau. Das heißt, ein halbes Arbeiten zu Hause und ein halbes Arbeiten draußen im Außendienst. Oder komplett außen im Außendienst. Aber dann wäre es halt komplett der Außendienst. Aber so hast du Homeoffice und der Außendienst, also der Außenvertriebler. Genau. Ich habe ja was zu dem Thema Homeoffice ja schon gesagt. Ich verlinke es gerne oben in den Infokacheln. Da kannst du das nochmal dir anschauen. Aber heute geht es, wie gesagt, um Hybridvertrieb. Hybridvertrieb ist der Bedeutung nach Hybrid Working, Hybrid Work, also ein halbmodales Arbeiten von unterwegs und zu Hause. Und dazu habe ich jetzt natürlich 12 Tipps für dich. 12 knackige Tipps und danach mein Fazit. Ja, der erste Tipp: Vertrauen ist die absolute Grundvoraussetzung, warum du im Vertrieb arbeiten solltest und warum du Vertrieb machen musst. Du musst dir immer Vertrauen aufbauen, egal in welcher Branche du bist. Der zweite Tipp: eine klare Kommunikation und eine Abstimmung mit deinem Gegenüber. Wann hast du den Termin und wann darfst du zu ihm kommen? Das fängt schon am Telefon an und hört bei dem Kunden direkt auf. Dazu habe ich auch wieder ein YouTube-Video. Ich verlinke es gerne in den Shownotes. Drittens, die Motivation muss gesteigert werden oder auch, ich sage dazu, du musst keine Motivation mehr steigern. Du brauchst Disziplin. Disziplin, immer dran zu bleiben und nachzufassen, auch wenn der Kunde dich irgendwann mal blockiert und nervt, dann ist es halt nicht dein Kunde. Aber sei beharrlich, freundlich, empathisch, aber auch hartnäckig. Denn die Hartnäckigkeit zahlt sich im Vertrieb aus und du willst sehr Geld verdienen. Viertens, Autonomie. Fördere Autonomie bedeutet jetzt nicht Autofahren oder sowas. Nein, bedeutet, mach's smart, mach's digital. Du kannst auch das Hybrid digital machen. Du musst ja nicht direkt zu deinem Kunden fahren, sondern mach's über Teams, Zoom, WebEx. Fünftens, Chancengleichheit. Welche Chancengleichheit hat dein Gegenüber, wo du noch nicht hast? Vielleicht gibt es eine Gemeinsamkeit, wo ihr gemeinsam angehen könnt. Genau. Sucht euch da die gleichzeitigen Chancen und spielt euch die Bälle aus. Nicht wörtlich verstehen, aber macht es gemeinsam und nicht gegeneinander. Produktivität. Ein sehr, sehr wichtiges Tool, was ich in der ganzen Pandemiezeit auch erlernen durfte, ist, mache dir Zeiten fest, wann du
deine Telefonmeetings hast, wann du telefonierst, wann du nachfassen tust, wann du E-Mail schreiben tust. Zusammenhang. Der siebte Tipp ist jetzt quasi, wenn du schon ein Team hast. Der Zusammenhalt im Team muss wirklich zusammen sein. Du bist zwar der Leader, du bist der Führer deines Teams und der Nächste hat dann auch schon wieder ein weiteres Team. Aber du musst immer auf Augenhöhe von dem anderen sein. Du darfst nie von oben zu ihm runterschauen und sagen, hier, mach das und das und das. Nein, du musst immer in Augenhöhe sein, dass er dann gleichgestellt ist, mit dir gleichgestellt auch wird. Der achte Punkt ist die Unterstützung eures Teams, Teamies. Ja, und neuntens, passt eure Prozesse an. Seid innovativ mit euren Prozessen, mit euren Sachen. Zehntens, nutzt effektiv hybride Meetings. Bedeutet offline und online. Das heißt, ihr habt einen kleinen Meetingraum. Dort können vielleicht 5 Leute da sein und die anderen 5 halt online. Aber nutzt effektiv solche Gelegenheiten. Ihr könnt ja eine Kamera aufbauen und in dem Meetingraum und eure Meetings virtuell und offline abhalten. So wie es auch die Trainings gibt. By the way, bei mir gibt es hybride Trainings. Elftens. Sucht euch die geeigneten Technologien aus. Ich habe es ja schon gesagt, Zoom, Teams, WebEx und so weiter. Gibt sehr viele davon. Und der zwölfte Tipp, klare Regeln und klare Grenzen für die Erreichbarkeit und der Arbeitszeiten. Wann willst du erreichbar sein und wann willst du nicht erreichbar sein? Schafft euch dazu klare Regeln und klare Grenzen an. Natürlich, wenn du jetzt eine Homepage hast und du eine Telefonnummer hast, wärst du immer für den Kunden erreichbar. Aber schaff dir da auch wieder klare Regeln, klare Grenzen. Und eine klare Kommunikation. Fazit daraus, und das ist mein Fazit daraus aus diesem hybriden Arbeiten, ist, es hat Zukunft. Und es muss auch Zukunft haben. So wie damals. Wird es nie wieder sein. Wird es nie, nie wieder sein. Du wirst keinen Vertriebler mehr dazu drängen, wie früher zu arbeiten. Die wollen anders da arbeiten. Also schafft euch klare Regeln, klare Strukturen und klare Prozesse. Und ich bin der Meinung, der festen Übermeinung, dass dieses der hybride Vertrieb mehr kommen wird. Dieser klassische Vertriebler, wo an der Haustür stellt, den wird es auch nicht mehr geben. Weil der Kunde ist doch davon genervt. Stell dir mal vor, es schellt bei dir an der Haustür. Zwecks irgendwie Internet oder Strom oder was anderes. Würdest du den reinlassen und einen Vertrag abschließen? Ich nicht. Du doch auch nicht. Oder? Also, hybrider Vertrieb, Remote-Vertrieb
hat Zukunft und muss weiter gemacht werden. Du kannst nicht wie zuvor arbeiten und sagen, ich lasse alles bei dem Alten, wie es ist. Ich muss jetzt gucken, wie ich umstellen kann. Und dazu ist eine Prozessoptimierung dran. Dazu ist eine Strukturierung in deinem Vertrieb dran. Genau. Wenn du Fragen hast, kannst du mich gerne kontaktieren. Ich habe klare Ziele, klare Vorstellungen, wie ich davor gehe. Aber in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag.